Hi Freunde, willkommen zurück zum Podcast in der 32. Ausgabe. Wir sind wieder da nach langer Abwesenheit. Tun wir einfach so, als ob es diese Abwesenheit niemals gegeben hätte und der letzte Podcast gestern online kam. Und wir so ist sind es auch. So, ja genau, so ist es auch. Leute, ihr habt einen Upload-Fehler, Anzeigefehler in einer Abo-Box. Und zwar, Freunde, wir haben wieder ein nettes Thema mitgebracht, worüber man ausgiebig quatschen kann in einem Podcast. Und zwar die stärksten Schwertkämpfer, aber am Ende von One Piece. Was natürlich sehr interessant ist, da das natürlich extrem variabel ist. Man weiß ja nie, wie sich die Charaktere so entwickeln in naher Zukunft. Und das Ganze natürlich heute auch wieder nicht alleine, sondern mit dem allseits bekannten One Piece-Theoretiker. Ja, Leute, da bin ich am Start. Und natürlich bei so einem guten Thema, wir hatten, ich weiß nicht, ob du auch schon mal das gemacht hast mit Top-Schwertkämpfer oder so. Ich habe es erst vor 3 Monaten gemacht, so aller Zeiten, so dass man mit einberechnet so die alte Ära und jeder in seiner Prime. Und dann kann man natürlich noch eine Liste machen zum jetzigen Stand, gerade wer sind die stärksten Schwertkämpfer, beziehungsweise auf 1 eigentlich Mio gerade von den Lebenden. Und jetzt aber mal ein bisschen in die Zukunft schauen und ein bisschen spekulieren, wer ist denn am Ende von One Piece, was sind denn da die stärksten? Und da noch gerade der Disclaimer, wir haben es eben schon gesagt, aber es ist wirklich extrem schwer, gerade bei so einer Liste. Und wir sind jetzt davon ausgegangen, so, dass bis zum letzten Krieg, also dass die Liste jetzt sowieso darauf basiert, bis zum letzten Krieg sozusagen. Also das ist jetzt eine Liste, die zum letzten Krieg aktiv ist, so. Und da muss man natürlich noch erwähnen, dass wir uns gedacht haben, so, dass es höchstens 5 Jahre sind, bis denn der Krieg da ist. So, weil hätten wir jetzt, manche sagen also auch, es kommt noch ein dicker Timeskip. Ne? Ja, ja. Also in der One Piece Zeit nicht, sondern nur noch da ein paar Monate quasi. In der One Piece Zeit vergehen maximal 5 Jahre, bis der finale Krieg ist. Das heißt, ein Timeskip ist in gewisser Weise noch möglich. Den lässt man sich offen. Aber wir gehen jetzt mal nicht davon aus, wie es in 20 Jahren aussieht, weil natürlich bestimmte Charaktere schon ein gewisses Alter erreicht haben. Ich denke auch, am wahrscheinlichsten ist es eigentlich, dass jetzt ist der Kampf mit Kaido da gerade. Ich glaube, bis zum allerletzten Krieg sind es in der One Piece Welt zeitlich gesehen nur noch ein paar Monate bis zum letzten Krieg, glaube ich. Auch, ja. Also, dass da jetzt noch mal ein Timeskip kommt mit mehreren Jahren, ist Quatsch. So, natürlich ganz zum Schluss, die letzte Folge, das letzte Chapter, kann ich mir vorstellen, dass wir noch mal ein Timeskip haben und die Strohhüte dann als Erwachsene oder als alte Leute schon sehen sogar oder teils schon verstorben oder so, dass man die Gräber sieht oder irgendwie sowas kann ich mir vorstellen. Aber deswegen haben wir auch den letzten Krieg genommen, Leute. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass nur ein paar Monate sind. Deswegen jetzt mal angenommen, Rayleigh wäre in der Liste, ist er halt auch noch nicht. Weiß ich nicht, wenn man jetzt davon ausgeht, der letzte Krieg ist in 15 Jahren, dann ist Rayleigh unter der Erde oder im Rollstuhl dann oder keine Ahnung. Hat er noch keinen Rollator mit dabei. Ja, genau. Deswegen sind wir davon ausgegangen, damit ihr wisst so zeitlich, wie man das ungefähr zu bewerten hat. Ja. Willst du anfangen mit dem 10. Platz oder wollen wir noch was sagen? Wir haben noch ein paar Charaktere, die wir eigentlich ansprechen müssen, ne? Genau, also vielleicht kurz 2 Disclaimer dazu. Natürlich, was jetzt eigentlich schon hätte logisch sein müssen. Tote Charaktere sind nicht mit dabei. Das heißt, Roger, Whitebeard, Sebek und so, die natürlich alle ihren Platz in so einer Liste verdient hätten von der Stärke her, sind alle nicht mit drin, weil sie am Ende von One Piece halt immer noch tot sein werden. Deswegen das auf jeden Fall mit rausgenommen. Und natürlich ein paar Charaktere, auf die werden wir nicht so sehr eingehen, die könnten allerdings auch in der Top 10 landen, weil denen ihr Potenzial, ich sag mal, das ist relativ unergründlich. Also so einen Brook zum Beispiel, als auch Tashiki, die werden noch eine enorme Entwicklung wahrscheinlich hinlegen. Allerdings kann man halt nicht einschätzen, wie krass so eine Entwicklung ist und ob sie die anderen Charaktere in dieser Liste im Schwertkampfbereich oder im Allgemeinbereich dann übertreffen können. Weil es halt, es lässt sich nicht genau einschätzen. Ihr werdet auch merken, in der Liste gibt es viele Charaktere, die man auch noch einen Platz weiter unten oder einen Platz weiter oben einsetzen könnte. Das heißt, falls ihr gleich einen habt, wo ihr sagt, ah, der ist ein bisschen stärker als der Platz, der darüber ist, dann nicht direkt ausrasten, sondern wie gesagt, so 1-2 Plätze sind immer ein bisschen variabel zu sehen. Ja. Gerade auch, was die Entwicklung angeht, das ist halt das Schwere, finde ich, so zu sehen, wie entwickeln sich Charaktere vielleicht bis zum letzten Krieg. Als Paradebeispiel ist mal Helmeppo direkt angesprochen, weil Helmeppo, also Justin wolle eigentlich drüber reden, aber jetzt machen wir es. Ja, nee. Weil das Ding ist, Helmeppo ist für mich so ein Charakter, wenn Oda das will, dann kann er ihn stark machen. So. Also jetzt nicht ernst stark, jetzt nicht admiralsstark oder kaiserstark, das natürlich nicht, aber. Ja, wenn ihr gleich den 10. Platz hört, dann würde ich so vielleicht sagen, weil ein Corby und Helmeppo, die entwickeln sich so krass, allein schon, wie die sich entwickelt haben jetzt in der Zeitraum, wo wir One Piece verfolgen. Und wenn man dann nochmal sieht, so wenn die jetzt, also jetzt bei der Reverie hat man Helmeppo, glaube ich, nur kurz gesehen. Corby war da im Wasser schneller als dieser Torpedo so, also ist schon geisteskrank, der auch Haki drauf hat und so. Und ich denke, Helmeppo hat das auch drauf. Und wenn man dann jetzt noch sieht, vielleicht, wenn jetzt noch ein paar Jahre vielleicht vergehen,
dann kann ich mir vorstellen, dass aus dem Helmeppo auch ein wirklich ernster Charakter wird. So. Also viele wollen es nicht wahrhaben, und, aber es ist, ich kann es mir durchaus vorstellen, so, weil der wird auch so ein bisschen inszeniert, so die rechte Hand von Corby. Corby, will ich nicht sagen, dass der am Ende gleich auf mit Ruffy ist, aber also die müssen auf jeden Fall nochmal einen Kampf haben, auch wo die sich nochmal kräftemäßig nochmal messen oder so. Und dass dann Helmeppo sich vielleicht mit Zorro misst, auch wenn, also wenn man das nur ausspricht, klingt schon weird, aber ich riech das irgendwie, dass Oda das vorhat. Ja, aber das ist auch immer so die Sache, das ist halt das Variable, was wir angesprochen haben. Oda selber entscheidet, wie stark er einen Charakter macht und wie stark auch ein Comeback von so einem Charakter aussieht. Das heißt, man braucht sich halt nicht wundern, wenn jetzt zum Beispiel einen, also ich sag mal so, der erste Charakter, über den wir auch sprechen wollen, ist zum Beispiel Vista. Und Vista ist der stärkste Schwertkämpfer der Whitebeard-Piraten, und die Whitebeard-Piratenbande ist auch eigentlich somit die stärkste Crew gewesen. Aber wenn man jetzt mal überlegt, er könnte halt wiederkommen und er könnte so gefühlt auch nur noch einen Arm haben und sein einer, also mit einem Schwert kann er nicht mehr so kämpfen wie damals und er ist viel, viel schwächer, als man ihn eigentlich in Erinnerung hat, und damit hätte er gar keinen Platz mehr in dieser Liste. Oder er hat sich sogar nochmal weiterentwickelt und nach seiner Niederlage gegen Blackbeard auf einmal voll krass trainiert oder so auf irgendeine Weise. Das kann halt Oda so schreiben, wie er möchte. Aber deswegen auch Vista, der erste Charakter, der sehr viele Niederlagen hat einstecken müssen, aber von ihm hat man halt so ein gewisses Kräfteindiz, worauf man sich beziehen kann. Und der hat ja, ich sag mal, ein kurzes Kräftemessen mit Mihawk gehabt. Das war nicht eben, also, was heißt, es war ebenbürtig, und, aber er hat halt nicht die Oberhand. Also Mihawk hat den Kampf beendet und hat es bei ihm unentschieden belassen. Wobei man natürlich sagen muss, der Kampf wäre anders ausgegangen, wenn beide, ich sag mal, alles gegeben hätten. Das war mehr so ein Antasten und so ein Präsentieren der einzelnen Fähigkeiten. Wäre das auf jeden Fall zugunsten von Vista ausgegangen, safe. Genau. Nee, aber das ist auch so ein Ding. Vista ist für mich ein Charakter, da ist es wirklich ziemlich schwer, ihn einzuschätzen. Aber wenn man über stärkste Schwertkämpfer in One Piece jetzt aktuell redet, ich weiß es nicht, also er ist halt irgendwie immer mit erwähnt, wenn man über Schwertkämpfer redet, so, und halt gerade wegen diesem kurzen Kräftemessen mit Mihawk, ne, ist halt das Ding so, dass man sich denkt, okay, er wird ja nicht jetzt, weiß ich nicht, auf was für ein Niveau sein, keine Ahnung, auf, ich denke schon, der ist stark, so, aber die Frage schwach ist halt, die Frage ist halt wirklich, ob er in der oberen Ultraliga mitspielt, so, weißt du? Ich glaube halt, Vistas Zeit ist halt auch einfach so ein bisschen vorbei, muss man sagen. Man hat ja jetzt auf dem im Wano Kuni Geschehen Marco mit dabei, weil er halt aber auch eine direkte Verbindung so hat zu Nekomamushi und so und mit der Whitebeard-Insel und natürlich auch so ein bisschen die repräsentative Instanz von den Whitebeard-Piraten. Und dann hat man halt noch einen anderen Charakter, also einen anderen Divisionskommandanten, der allerdings einen geschichtlichen Bezug zu Wano Kuni hat und zu der Geschichte. Und die, also, und die anderen Whitebeard-Piraten wie Josu und sowas, die sind natürlich oder können auch alle relevant werden und die können sich auch noch ins Geschehen einmischen, auch jetzt oder später. Aber von denen würde ich sagen, ist die Zeit so ein bisschen abgelaufen, weißt du? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt so ein Josu oder ein Vista oder so auf einmal zurückkommt und so voll die krassen Kräfte entwickelt hat. Weißt du, was ich meine? Ja, ich habe eine gute Frage für dich. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, Leute. Ein Vista, jetzt gerade aktuell. Ist er stärker als Zorro oder schwächer? Er kommt mir so. Das ist schwer, ich weiß. Aber eigentlich. Ich würde sogar. Jetzt kannst du. Kannst du nichts richtig machen, Freunde. Also die Sache ist halt die. Zorro war zum Zeitpunkt seines Trainings für Mihawk ein Joke. Mihawk hätte mit ihm spielen können. Und Vista war Mihawk ebenwürdig, sodass Mihawk auch direkt seine richtige Klinge gezogen hat und ihn auch entsprechend gewürdigt hat. Aber Zorro hat 2 Jahre lang mit dem besten Schwertkämpfer der Welt trainiert und hat danach seine Techniken weiter verfeinert, seine Haki-Techniken weiter verfeinert, hat jetzt auch mehr gelernt, schwarze Klinge und so weiter und so fort, neues Schwert, Enma, Pipapo. Also, ich könnte mir vorstellen, dass in einem All-Out-Kampf, wo alle Techniken auspacken, die sie drauf haben, ein Zorro am Ende noch steht. Wenn er da aber noch steht, dann wahrscheinlich eher sogar so ein Szenario, wie es gegen Mr. One war. Also, es ist kein Kampf, wo Zorro da so steht und dann so sagt, ah, next challenge bitte. Aber ich glaube, er könnte gewinnen. Du siehst das nicht so, ne? Nee, oder? Das Ding ist, Leute, ey, ihr müsst verstehen auch, ich habe Vista immer so stark irgendwie auch für mich gesehen, so. Für mich in meinem Kopf damals, also wo ich auch noch kein Wissen von One Piece hatte, so gefühlt, wo ich es nur verfolgt habe und geguckt habe, so, also das allererste Mal,
war Vista für mich fast so der zweitstärkste Schwertkämpfer immer so, der so klassische Schwertkämpfer so, weißt du jetzt nicht, Shanks so, den habe ich nie richtig als Schwertkämpfer gesehen so. Ja, aber keine Ahnung, deswegen, ich weiß nicht, Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie schätzt ihr Vista ein, um jetzt mal einen Strich unter Vista zu machen so. Ich weiß nicht, also wir haben ihn jetzt auf Platz 10 und jetzt kommt nämlich auch gleich der Punkt, wo wir gerade schon diskutiert haben, nämlich auf Platz 9 haben wir King, Großbrand King, die Katastrophe, wenn nicht die erste, die stärkste Katastrophe, also die rechte Hand von Kaido, kann man fast schon sagen. Und der auch mit dem Schwert kämpft, das Schwert haben wir jetzt auch gesehen, wo Orochi mitgeköpft wurde, denn Kaido hat es ja aus der Scheide gezogen, wo King hat ja die Schwertscheide so gehalten. Ja, und den haben wir auf Platz 9. Ihr müsst bedenken, das ist immer der Startpunkt am Ende von One Piece. Bei den beiden wird sich, glaube ich, jetzt stärketechnisch nicht mehr viel ändern bis zum letzten Krieg. Deswegen sind die auch jetzt da auch in Stein gemeißelt. Aber da könnt ihr jetzt mal schreiben, wer ist stärker, King oder Vista? Weil das ist wirklich so ein Ding. Ich weiß nicht. Du bist dir so sicher, dass es King ist, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich kann's was heißt so sicher? Also es ist jetzt keine so 1000-prozentige Garantie dafür, aber die Sache ist halt, man muss ja auch immer so ein bisschen nach den Geschehen gehen. Das heißt, man hat ja zum Beispiel 3 Süßigkeiten-Kommandanten und 3 Katastrophen. Das Prinzip ist ja bei beiden genau das gleiche. 2 Kaiser, 2 Katastrophen, 3 Süßigkeiten-Kommandanten, 3 Katastrophen. Aber die Süßigkeiten-Kommandanten haben halt ein Kopfgeld von 900 Millionen bis 1 Milliarde und ein bisschen, während zum Beispiel Queen bei Kaido schon 1,3 Milliarden hat und nochmal weit über Katakuri steht und ein King zum Beispiel, das auch nochmal toppt. Und das Prozedere ist ja klar, weil wir einen späteren Arc haben, sind auch die Gegner wieder ein bisschen krasser. Die Charaktere haben ja auch wieder Power-Ups bekommen. Sanji hat seinen Raid-Suit bekommen, Zoro hat Enma bekommen, Ruffy lernt die Gurkentechnik und da die Charaktere auch ein bisschen gewachsen sind, sind ja auch die Katastrophen wieder ein bisschen krasser. Und die Whitebeard-Piraten sind halt auch schon abgehandelt. Deswegen würde ich sagen, ist ein King ein Tucken Vorwister, würde ich schon sagen, ja. Also ja. Man hat halt nichts von Kings Schwertkampf gesehen. Das ist halt auch wieder das, was schwer einschätzbar ist. Von Vista hat man wenigstens was. Von King weiß man halt, er hat ein Schwert. So. Und das ist erstmal seine Stärke, auf die wir uns beruhen können. Wir wissen, was seine Teufelsfrucht ist. Wir wissen, wie stark die ist, dass er halt in der Lage war, das Schiff von Big Mom da zum Beispiel derart zu attackieren. Aber sein Schwertkampf an sich ist halt relativ unbekannt, aber so wie er in Szene gesetzt wird, wird er halt nicht schwach sein. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass er nochmal einen kleinen Tucken über Vista ist. Ja, also vorstellen kann ich es mir auch so. Also ich dachte mal, das ist jetzt auch keine Entscheidung, die überkrass ist, so sage ich mal, genau. Zwischen den beiden, weil das ist alles so schwammig. So, wenn wir uns als fehlentscheiden, hängt uns an Pranger, Leute. Aber ja, dazu kann man echt wenig sagen. So, ja. Und mit dem 8. Platz, der 8. Platz ist auch so ein Beispiel jetzt dafür, dass wir Charaktere genommen haben, die ein Schwert haben, auch teils mit dem Schwert kämpfen, aber noch andere Fähigkeiten haben, die trotzdem vielleicht stärker sind als ihre Schwertkunst, aber Schwertkämpfer. Wir haben einfach welche genommen, die auch mit dem Schwert kämpfen. So, nicht diese klassischen Schwertkämpfer wie Zoro, Mihawk, Vista oder Ryuma oder so. Das wären für mich klassische Schwertkämpfer, die so traditionell und diesen Ehrenkodex der Schwertkämpfer hochhalten oder so. Einfach Charaktere, die auch mit dem Schwert kämpfen. Und auf dem 8. Platz haben wir da den legendären Law. den legendären. Ja, und das ist aber auch jetzt, wenn man sich das wieder anguckt, könnte Law jetzt King besiegen in dem Arc jetzt gerade? Vielleicht nicht. Aber am Ende von One Piece? Vielleicht doch. Das ist der Kernpunkt. Am Ende von One Piece. Weil die Argumentation ist die gleiche. Der Arc Wano Kuni muss abgeschlossen werden. Man kann nicht wie bei Whole Cake Island sagen, ja, okay, vielleicht kommen wir später nochmal wieder. Und wenn der Arc abgeschlossen ist, dann wird halt ein King und ein Kaido zwangsläufig in irgendeiner Weise besiegt werden müssen. Und ein besiegter King, der wird nicht mehr stärker werden. Also es ist wie Cracker zum Beispiel. Cracker wird auch nicht in 200 Chaptern ein Comeback feiern und voll krass trainiert haben. So. Und dasselbe wird wahrscheinlich auch bei King in einer ähnlichen Szenerie sein, während bei Law schon die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass er im Laufe der Zeit die Strohhüte weiter begleitet oder zumindest im finalen Krieg, wo wir das Level messen, nämlich wir gehen von dem finalen Krieg aus, auch dieser Charakter wieder mit beteiligt sein wird. Und da könnte man schon davon ausgehen, dass seine Kraft auch weiter ansteigt. Also ja, ich meine, kann ja nicht immer nur sein, dass nur Ruffy immer stärker wird und Zoro und die Strohhüte und die anderen bleiben alle auf der Stelle. So. Das ist ja auch irgendwie Quatsch. Deswegen glaube ich auch, selbst dass Law auch nochmal stärker wird. Auch wenn er selber nicht so, für mich immer so vom Feeling gar nicht so das Interesse hat, irgendwie so ultra stark jetzt zu werden. Das ist gar nicht in seinem so Interesse, so weißt du. Aber trotzdem wird das werden, wenn er im letzten Krieg noch mitmischen will. So. Auch gerade jetzt in diesem Arc ist er schon entscheidend, dass er jetzt schon nochmal was zeigt, so weißt du. Ja, auf jeden Fall. Man hat ihn ja,
Also man darf ja auch nicht vergessen, nach Dressrosa, wo Ruffy so Gear 4 ausgepackt hat und, ich sag mal, einen der prägnantesten 7 Samurai-Mitglieder, Doflamingo, ausgeschaltet hat, hat sich sein Kopfgeld auf 500 Millionen erhöht und das von Law halt auch auf 500 Millionen. Und da ist er halt separat mit angestiegen und halt Ruffy hat natürlich mit Whole Cake Island was Krasses rausgerissen und da hat halt diese, also hat halt Law ausgesetzt. Und deswegen, wenn man jetzt sagt, okay, im Wano Kuni-Geschehen ist er mit beteiligt, besiegt vielleicht eine Katastrophe oder ist vielleicht maßgeblich daran beteiligt, Kaido zu besiegen oder sowas, dann kann man schon davon ausgehen, dass auch sein Kopfgeld wieder enorm angepasst wird oder auch seine Stärke, ich sag mal, in gewisser Weise angepasst wird, denn der Charakter ist halt sehr, sehr mächtig und klar, er hat jetzt nicht so das Grundinteresse daran, sondern ihm geht's mehr um das eigentliche Ziel, Doflamingo besiegen, Kaido besiegen und sowas und Ruffy möchte natürlich für sich selber auch stärker werden, aber ich sag mal so, man wächst ja auch ein bisschen mit seinen Herausforderungen und so wird es auch bei ihm sein, wenn er in eine Katastrophe gegenübersteht oder so, dann wird er halt auch wieder daran wachsen, ganz klar. Ja, denke ich auch. Also bei Law ist echt so ein Punkt auch, da sind viele auch voll viele Fanboys so bei Law, weißt du, deswegen ziemlich gefährlicher Platz, aber. Genau, also das muss man auch noch sagen, es gibt natürlich immer wieder, und das ist ja auch die Problematik, mit der wir uns in Videos immer wieder mal auseinandersetzen, ist ja dieses, ja, seine Teufelsfrucht in Kombination mit seinem Schwert, er könnte ja alles zerschneiden, er könnte ja einfach Kaido zerschneiden und alle Katastrophen quasi gleichzeitig zerschneiden und sowas, Körper vertauschen, was weiß ich nicht was, das und das Herz rausnehmen und so eine Scheiße, das stimmt alles. Und es ist die Frage, wie Oda das lösen wird. Es kann natürlich einfach darauf hinauslaufen, dass Law auch genau sowas ausüben möchte, eine Technik, um Kaido zu zerschneiden oder so, aber er dann so schnell einen Diving Thunder in die Fresse kriegt, dass er gar nicht mehr kampffähig ist und sowas. Das ist alles möglich, um diesen Charakter halt rauszunehmen, weil seine Teufelsfrucht so stark ist. Und das Potenzial ist halt da. Es kann natürlich auch sein, dass er gegenüber den Charakteren, die jetzt in die nächsten Stufen darstellen in dem Video, dass er die auch übertreffen könnte. Aber das ist halt alles so eine persönliche Einschätzung. Und ja, man muss halt auch sagen, er hat halt auch seine Höhen und Tiefen gehabt. Weißt du, er hat auch gegen Virgo mal hart auf die Fresse bekommen. Er hat auch mal gegen Doflamingo hart auf die Fresse bekommen. Und das muss man halt auch irgendwie mit berücksichtigen. Ja, aber trotzdem im Großen und Ganzen glaube ich auch, Law wird, wenn nicht zum Ende von One Piece, sogar einer der stärksten Charaktere überhaupt, so kann ich mir vorstellen, wenn er nicht irgendwie drauf geht in dem Arc oder so, was ich ihm auch zutraue, so weißt du. Stimmt auch wieder. Wir haben auch sowas jetzt in der Liste nicht mit einberechnet, plötzliche Tode von irgendwelchen Charakteren oder so, weil das sind Sachen, damit kannst du jetzt nicht, damit kannst du nicht spekulieren, so, das ist einfach zu krass, jetzt noch Tode mit einberechnen und so, deswegen, Law haben wir mal leben gelassen und ja, meiner Meinung nach, Platz 8 ist ganz gut so, dass er am Ende von den Leuten, die mit dem Schwert kämpfen, auf Platz 8 ist. Ja. Kann man sich auf jeden Fall nur anschließen. Ja, der nächste Charakter ist sehr interessant, weil er hat wohl mit die, das höchste Potenzial oder die größte Entwicklung in diesem Bereich, und zwar Shiryu. Er ist so ein bisschen, sag ich mal, der Hoffnungsträger für die Blackbeard-Piratenbande. Und die Blackbeard-Piratenbande ist nun mal der finale Anker, an den sich die, an denen sich die Strohbande messen muss. Die müssen sich halt mit dieser Bande auseinandersetzen und Shiryu ist da nun mal der Schwertkämpfer. Und man muss einfach sagen, dass Zoro aus Sicht der Strohhutbande mit der stärkste Strohmitglied ist. Und wenn er sich halt in einer gewissen Weise mit einem Shiryu messen muss, der jetzt auch noch eine Teufelsfrucht hat, die ihm im Schwertkampf auch noch zugutekommt, nämlich unsichtbar zu sein, was in jedem Fall auf jeden Fall dann nochmal ein Vorteil ist, ist Shiryu auf jeden Fall ein Charakter, den man nicht unterschätzen darf. Und der wird sich so enorm entwickelt haben. Man darf einfach nicht vergessen, dass ein Shiryu, zum Beispiel mit einem Gecko Moria, der mal ein 7-Samurai-Mitglied war, der hat den so aussehen lassen, als ob das so ein kleiner Bandit wäre. Der hat mit denen einfach nur so gespielt, ja, als ob so das lächerlichste Opfer über. So. Genau, mal eben so in den Rücken geschlitzt und den so quasi nur noch den Tod als Option gelassen ist, denn man beugt sich dem Willen der Blackbeard-Piraten so. Das muss man sich mal vorstellen. Und deswegen könnte Shiryu auf jeden Fall ein Charakter sein, der sehr, sehr hoch in diesem Ranking steht und wahrscheinlich auch, ich sag mal, in Anführungsstrichen als Kommandant der Blackbeard-Piraten über King und sowas stehen wird und auch über Vista, weil er halt diese Position auch noch zum späteren Zeitpunkt innehaben wird. Ja, also er könnte, ohne Witz, er könnte sogar, was auch immer so eine Theorie ist, die viele auch im Kopf haben und so, er könnte der sein, der theoretisch Mihawk niederstreckt irgendwann. Davon gehen sogar Leute aus, dass er die Nummer 1 wird und dass Zoro ihn besiegen muss, um die Nummer 1 zu werden, so um den Bezwinger von seinem Meister Mihawk dann zu besiegen. Ah, ich weiß es nicht. Viele haben auch immer gedacht, ja, er kriegt die Diamantfrucht, weißt du, von Josu. Ja, ja, das kenne ich auch noch. Und dann Diamant zerschneiden von Zoro und sowas. Aber das ist halt die Frage so. Theorien. Die Unsichtbarkeitsfrucht jetzt ist schon ein Power-Up, aber
eigentlich ja, ich weiß nicht, wenn man Vorahnungshaki hat und auch die Präsenz spüren kann vielleicht so, dann ist es vielleicht gar nicht so krass eigentlich, oder? Aber ja, eigentlich ist es trotzdem heftig, ey, unsichtbar zu werden, das ist viel zu krass. Also es ist ein krasses Tool, man kann ja auch, also wenn man die Angriffe sieht, ist es einfach besser, als wenn man sie nicht sieht. So, wenn man sich die ganze Zeit auf sein Haki, das ist ja zum Beispiel die Sache, das hat man ja auch bei Ruffy gesehen, gegen Katakuri, dann konnte er auch am Anfang gar nicht sich aufs Angreifen konzentrieren, sondern musste wirklich seine Augen schließen und sich komplett darauf konzentrieren, nur auszuweichen. Und das hat dann erstmal eine Weile gebraucht und deswegen ist es natürlich ein Vorteil für Shiryu, so eine Teufelsfrucht zu haben. Ich habe aber auch schon mal ein Video gemacht, wo ich darüber gesprochen habe, dass Shiryu Mihawk besiegen wird und dann den ersten Platz einnimmt. Und ich habe auch schon mal in einem Video erwähnt, dass vielleicht ja, es mehr von den Blackbeard-Piraten im Plan ist, so Teufelsfrüchte zu sammeln. Weißt du, Katharina Devon kann sich verwandeln in eine andere Person, was hilft, um irgendwo unbemerkt reinzukommen. Shiryu hat die Unsichtbarkeitsfrucht, was auch hilft, irgendwo unbemerkt reinzukommen und so, dass sie sich vielleicht irgendwas holen wollen, was man jetzt ja auch weiß, dass sie sich was holen wollen vor der Marine. Dass vielleicht Blackbeards Plan mehr in die Richtung ging und das gar nicht dafür da war, um ihn stärkemäßig nach vorne zu bringen. Aber auf jeden Fall ist es noch ein netter Nebeneffekt, ganz klar. Ja, und wir wissen ja auch nicht, ob vielleicht Blackbeard eine Technik gefunden hat oder so, mit der er mehr Teufelsfrüchte konsumieren kann, auch für seine Crewkameraden. So, ob das vielleicht nur an Blackbeard liegt, an seinem nicht normalen Körper, wie es ja immer scheint, oder an der Finsternisfrucht oder so, was ja auch am wahrscheinlichsten ist, aber stell mal vor, er hat eine Technik, womit jetzt auch Shiryu mehrere Teufelsfrüchte noch oder Katharina Devon. Das wäre aber so krass, ne? Das wäre geisteskrank, so ey. Das würde alles so ändern. Okay. Ja. Dann hat so ein Shiryu einfach noch die Lautlosfrucht, weißt du? Keine Präsenz ausstrahlen, still sein und unsichtbar und dann. Oh, Digga. Alles. Die Teufelsfrucht von Corazon. Leute, ich hab's in einem Video erwähnt. Ihr habt's hier im Podcast zuerst gehört. Ja, Mann. Wenn Corazons Frucht in der Blackbeard Crew einen Comeback feiert. Ja, Mann. Deswegen am Ende von One Piece, ich weiß nicht, ich würde. Also eigentlich, wenn ich's nochmal so sehe, ist Shiryu auf dem 7. Platz ein bisschen low so. Also, weil erst am Ende wahrscheinlich die letzte große Hürde für Zoppo so, der stärkste Schwertkämpfer werden will und es wahrscheinlich auch wird, so, weißt du? Ja, weiß man nicht. Wobei man aber auch sagen muss, ihr werdet jetzt wahrscheinlich auch denken, ja, das ist so, Shiryu ist zu niedrig eingesetzt, aber wartet erstmal ab, was die nächsten Charaktere sind. Also, die sind auch alle krass, die darf man halt auch nicht unterschätzen. Ja, jetzt kommt nämlich einer und zwar auf dem 6. Platz den legendären Rayleigh, der dunkle König, der allerechte, der auch mit dem Schwert kämpft. Ja, also, ich weiß nicht, ich hätte ihn vielleicht ein bisschen weiter runtergepackt, weil am Ende von diesem letzten Krieg erstmal, er ist jetzt schon gut alt. Ich glaube, er ist wie alt? 73, nur mal geschätzt jetzt so. Also auf jeden Fall in den 70ern, so, wo gerade die Leute wegsterben aus seiner Zeit, so, oder beziehungsweise alt werden, wenn man sich mal Sengoku anguckt, der auf einmal grau wird, so. Ja, also er ist schon wirklich jetzt, bis zum letzten Krieg ist er wahrscheinlich wirklich dann wirklich so. Letzter Kampf so mäßig, so, also danach kann ich mir viel kommen bei Rayleigh, der ist schon echt dann. Der Mann ist 78 ja. Nach einem Timeskip, ey. Ach, 78, siehst du, wenn wir jetzt auf die 5 Jahre gehen, dann ist er schon über 80, so. Jetzt kommen natürlich wieder die Kulea-Kommentare, Leute, die könnt ihr euch gleich sparen, kannst aufhören zu schreiben. Es gibt Leute natürlich, die älter werden so und auch noch fit sind, aber ich glaube, ja, bei denen, die auch ihr Leben lang gekämpft haben und so, gerade bei, er säuft auch und so viel, also ich glaube nicht, dass Rayleigh so uralt wird. Ja, aber trotzdem. Alkoholvergiftung. Ey, aber trotzdem, Rayleigh, jetzt zum letzten Krieg. Wir haben gesagt, darf man halt allerhöchstens 5 Jahre. Da ist er trotzdem noch Rayleigh, Leute. Er ist trotzdem noch der dunkle König, die rechte Hand von Roger. Er ist immer noch der mit Kizaru mitgehalten hat. Obwohl Kizaru jung ist. Er ist immer noch der so. Er ist dann immer noch der, den wir kennengelernt haben. So der Überficker, Leute. Das muss man einfach so sagen. Das muss man sich mal vorstellen. Kurz vor Marineford hat Kizaru einfach mal in einem Arc die ganze Strohbande quasi geradet und mit denen gespielt. Er hat die ganzen Supernova-Charaktere, die da vorgestellt wurden, geradet, mit einem Schlag jeweils immer ein paar Personen ausgeschaltet, 4 Stück am Ende einfach so aussehen lassen wie ein Witz. Und dann hat der Zorro einfach quasi damit gedroht, den zu töten. Und dann kommt ein Rayleigh, der einen Kizaru aufhalten kann, der dafür sorgen kann, dass die Strohhüte wegkommen und einen Admiral aufhalten kann, und gegen ihn halten kann, das muss man sich mal vorstellen, dieser Kizaru hat auf Marineford keinen Kratzer abbekommen, der hat Whitebeard übelst krass verletzt, der hat Marco übelst krass verletzt, der hat Ruffy übelst krass verletzt, so, und dafür gesorgt, dass Ruffy nochmal von Ivankov ein gutes Stück Lebenszeit abgeknüpft bekommt und so, also Kizaru ist so krass, und dass dieser Charakter von einem alten Rayleigh aufgehalten werden kann,
Das ist schon echt krass. Und Rayleigh hatte halt zu dem Zeitpunkt schon ewig keine Kampferfahrung mehr. Und er hat ja jetzt 2 Jahre mit Ruffy trainiert. Da ist er indirekt auch ein bisschen stärker geworden. Obwohl er natürlich nicht ganz so lange da war bei Ruffy. Weil er ja dann wieder abgedampft ist. Aber trotzdem. Ja. Ist trotzdem auch immer noch einer der Besten. Also allein viel schwächer als vor 2 Jahren ist er nicht. Das ist halt einfach nur diese Höhe. Weil guck mal, er konnte damals, also beim Timeskip und so, bei dem Training und so, konnte er schon Gokken-Haki. Also das konnte er sein ganzes Leben wahrscheinlich. Und er kann wahrscheinlich noch ganz andere Haki-Techniken, die wir wahrscheinlich erst ganz zum Ende von One Piece kennenlernen noch oder so ein Scheiß. Also das kann ich mir vorstellen. Königshaki, der hat ja noch ganz andere Techniken. Und das muss man auch zu seiner Stärke mit dazu zählen. Und die wird er auch noch haben in einigen Monaten, Jahren so. Also der ist halt, Leute, der ist halt richtig krass. Das ist halt auch die Sache. Man hat ja gesehen, wie er so das Haki auf Stock quasi überträgt. So, auch wenn das da nur so dargestellt war im Anime. Aber das ist ja die Sache. Denn Rayleigh hat ja auch vielleicht die übelsten Haki-Techniken mit dem Schwert drauf. Aber es bringt ja überhaupt nichts, die zu präsentieren oder die mal zu zeigen. Weil ja Ruffy davon nichts hat. Ruffy hat keine Waffe. So, deswegen wird er die auch niemals angesprochen haben. Er könnte bestimmt genauso wie Mihawk mal sagen, ah, hier Haki auf Schwert und dann dies und das und jenes. Aber das wird ja gar nicht notwendig sein. Deswegen könnte Rayleigh als Schwertkämpfer auf jeden Fall noch eine gewisse Stärke im Repertoire haben. Und wenn man halt die gesamte Stärke mitzählt, also einfach nur Kämpfer, die ein Schwert haben, aber die gesamte Stärke, alles was mit reinzählt, dann na klar, wie du gesagt hast, Königshaki hätte 100.000 ausnocken können, wo Ruffy nur 50.000 ausnocken konnte. Gurkenhaki, was Ruffy versucht zu meistern, was er komplett krass beherrscht. Und Observationshaki auf einem extrem krassen Niveau, dass er halt einfach noch erklären kann, während er Angriffen dodgt, das ist sehr, sehr heftig. Ja, deswegen, Leute, ich denke, da habt ihr nichts gegen, ne? auf dem fünften Platz haben wir noch... vorbeugen. Auf dem fünften Platz haben wir noch Fujitora. Das ist auch so eine Sache. Fujitora ist für mich ein Charakter, schwertkampftechnisch, also ich weiß nicht, ich hätte ihn nicht so weit hochgepackt, glaube ich. Obwohl, man muss ihn eigentlich so weit hochpacken. Dicken Meteoriten und Asteroiden und alles kann er da vom Himmel holen und weiß ich nicht, kann ganze Inseln gefühlt zerstören mit seiner Teufelskraft, die ja so zerstörerisch ist. Er kann ja ein Riesenloch, er kann die Gravitation ja so erhöhen, dass er Leute auf den Boden drückt. Und das muss man auch dazu rechnen. Jetzt nicht nur seine Schwertkunst, die wir auch noch nicht richtig gesehen haben. Der holt das Schwert immer mit dem Daumen ein bisschen aus der Scheide raus und dann passiert was so, aber richtig schwertkampftechnisch so, dass er mal was richtig Krasses demonstriert hat, so. Ja, das ist halt auch nicht das Ding so. Er hat aber Zorros Schwertkunst hat er ja genotet und auch ihn anerkannt so, dass das eine krasse Technik war, glaube ich, wo Zorro da im Loch war, glaube ich, und irgendwie den Angriff abgewehrt hat von Fujitora. Also er scheint sich auch auszukennen mit Schwertkampf so. Und der wird jetzt auch, also bei ihm ist auch, er ist so ein Charakter, er ist jetzt gerade stärketechnisch wahrscheinlich in seiner Blütezeit, würde ich sagen so. Vielleicht ein paar Jahre vielleicht zu alt, aber... Ja, trotzdem ist er, der wird in ein paar Jahren, oder wenn der letzte Krieg ist, wird er immer noch so stark sein. Und deswegen, er ist auch ein Schwertkämpfer, man muss ihn dazu zählen, deswegen auf der 5 Fujitora. Ich weiß nicht, wenn Green Bull auch mit dem Schwert kämpft, so, das wissen wir nicht, dann wird sich was ändern, aber bis jetzt haben wir Fujitora und haben wir das gesehen, dass er mit dem Schwert kämpft und Green Bull haben wir da auch sitzen sehen, die beiden, da lag ja kein Schwert oder so an seinen Füßen oder so, ne? Nee, definitiv nicht. Also die Theorie, dass Green Bull ein Schwertkämpfer ist, die ist ja schon häufiger aufgekommen. Aber jetzt mal rein auf Fujitora bezogen, klar, seine Techniken werden immer mit dem Schwert ausgeführt. In gewisser Weise muss man es halt auch mit dazuordnen. Und diese Techniken, die er hat aufgrund seiner Teufelsfrucht, sind halt unwahrscheinlich krass stark. Also diese Teufelsfrucht ist so, so overpowered und das in Kombination halt mit einem Schwertkampf und natürlich, er konnte Ruffys Haki-Angriffe und auch Zorros Schwerthiebe und sowas mit seinem Schwert einfach parieren, ohne seine Teufelsfrucht einzusetzen und er ist halt ein passabler Schwertkämpfer, der wohl mit das heftigste Observationshaki überhaupt haben wird in ganz One Piece und das ist natürlich im Schwertkampf enorm krass, was uns ja auch Zorro schon im Laufe der Zeit immer mal wieder kurz auch auf Fishmansh Island präsentiert hat und so ein Charakter, der ist halt nicht zu unterschätzen, man darf halt auch nicht vergessen, der hat in Dressrosa eigentlich die Kehrtwende in der Hand gehalten, also durch seine Technik am Ende hat er nochmal präsentiert, wie krass eigentlich ein Admiral ist, wo er den ganzen Schutt da hochgehoben hätte. Das war krass. Und genau, und damit hat er quasi den Sieg in der Luft gehalten, aber nur weil die Bürger halt dann dazu gerannt sind, hat er den Angriff abgebrochen. Er eigentlich hätte den Dressrosa-Arc in eine andere Richtung lenken können und das zeigt halt, wie mächtig dieser Charakter ist, wenn er All-Out geht, denn all diese Kämpfe, die er präsentiert hat, waren nicht All-Out, da war immer dieser Zwiespalt,
sieben Samurai. Er hasst die sieben Samurai, aber er ist verpflichtet, Doflamingo zu helfen. Dann gegen seinen Willen entschuldigt er sich bei König Rico. Und in seinen ganzen kämpferischen Auseinandersetzungen, auch mit Ruffy, weil Ruffy nicht ernst gemacht hat, weil er blind ist und so, dann hat er auch nur so die Angriffe pariert. Und all das spricht halt dafür, dass dieser Charakter noch nie all out gegangen ist. Und selbst das, was er gezeigt hat, obwohl es nicht sein Limit ist, war halt schon so unwahrscheinlich mächtig. Deswegen... Also, es ist halt die Sache, ne? Es wirkt irgendwie komisch, so den Vizekommandanten der Roger-Piraten so einen Platz unter Fujitora zu packen, aber Fujitora ist halt auch wieder krass. So, also ja. Es ist halt beides. Man kann in beide Richtungen argumentieren. Muss man echt so sehen. Für mich ist Fujitora zwar immer noch vom Feeling her nicht so der krasseste Admiral, einfach so, weil, weiß ich nicht, Sabo... Weil alle stark. Ja, und weil er auch immer selbst ein bisschen zurückgesteckt hat, extra, weil er einfach korrekt ist, so, weil er einfach, weißt du, nicht so ernst macht überall, und das war ja auch so. Deswegen kommt er eigentlich so überkrass vor, aber ist überkrass. Das kann man auf jeden Fall sagen. Das ist auch was du hast gerade kurz Sabo in den Mund genommen, ne? Sabo, der Vize der Revos, er konnte auch dagegen halten. Und man darf nicht vergessen, während Sabo seine Teufelsfrucht voll ausgenutzt hatte, klar, er hatte sie zu der Zeit noch nicht lange, aber er hat die Kräfte voll ausgenutzt, konnte Fujitora seine Kräfte gar nicht richtig benutzen, weil dieser scheiß Vogelkäfig alle Meteoriten abgefangen hat. Deswegen hatte er dann noch sogar ein Handicap und konnte trotzdem gegen Sabo standhalten. Gut. Und letztendlich muss man ja auch sagen, er hat zusammen mit Green Bull gegen Karasu, Lindbergh und Morley und Sabo scheinbar gewonnen. Also, stimmt. Der wird sehr, sehr heftig sein. Das ist so das aktuellste Indiz, was wir haben. Und wir wissen natürlich nicht, wie viel Einfluss Green Bull da hatte, weil Green Bull, der wird so lange zurückgehalten. Und wenn Oda einen Charakter so lange zurückhält, dann meistens mit einem guten Grund. Und das wird ein krasser, krasser Reveal sein. Also, Green Bull selbst wird eine so heftige Überraschung an Stärke mit sich bringen, dass man das natürlich mit einbeziehen muss, aber ich meine, 2 gegen 4 starke Leute, und Fujitora wird da auch einen krassen Anteil dran gehabt haben. Ja, das, ey, 4 Kommandanten, also beziehungsweise 3 Kommandanten, also es gibt ja nicht viele noch, also das war fast die ganze Kraft der Revolutionsarmee, bis auf Dragon. Es gibt noch, okay, Ivankov, Bellobetti. Und Dragon halt selbst, aber ja, und das Tuck, ist halt alles. Nicht zu vergessen. Ja, Koala, die kannst du alle in die Tonne treten, so. Deswegen, das war die gesamte Kraft fast der Revos, so, sogar mit Sabo. Und die haben einfach gewonnen, obwohl sie in der Unterzahl waren. Das ist schon krass, also wie es scheint. Wir wissen nicht, ob es wirklich so ist, aber, genau. Aber das ist schon übertrieben heftig. Deswegen, ja, ich finde das auf jeden Fall krass mit Fujitora. So, 4, wen haben wir hier? Oh Gott. Ich will es gar nicht aussprechen, Leute. Auf dem 4. Platz, ganz am Ende von One Piece. Also dann, wenn der letzte Krieg ist. Ich erwähne es einfach immer wieder. ja, wen haben wir denn da? Ich will es gar nicht aussprechen, ey. Big Mom, Leute. Napoleon haben wir da. Ja, weil sie nun mal auch mit einem Schwert kämpft, Leute. Das ist halt das Ding. Big Mom, da ist die Frage, wird sie vielleicht sterben jetzt im Arc oder wird sie sterben allgemein noch bis zum letzten Krieg? Weil sie ist ja auch so eine, theoretisch könnte man sich ja gar keine Existenz von ihr vorstellen. Bis zum letzten Krieg. Am Ende. Wie soll man sich das vorstellen? So, wenn sie jetzt verliert, sie wird ja nicht dann, wenn sie regeneriert ist oder so, klein beigeben oder sich nicht rächen wollen. Sie wollte sich ja jetzt schon direkt rächen an Ruffy, wollte ihn da, will ihn jetzt töten, will Zeus sich holen und hat ihn über die ganze, über den ganzen Ozean verfolgt, über die ganze neue Welt. Deswegen, ich kann mir das so schwer vorstellen, dass Big Mom noch bis zum letzten Krieg am Ende noch, dass sie überhaupt noch da existiert in der One Piece Welt irgendwie. So, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Auch mit Kaido ist auch so ein Ding, kann ich mir auch schwer vorstellen, dass der, wenn er jetzt da das verliert und auch sein Onigashima, sein Wano verliert, dass die dann, weiß ich nicht, so dann, okay, gut, die auch verloren, dann setze ich mich zurück, so, weißt du, dann gehe ich mal, weiß ich nicht, auf eine kleine einsame Insel und lebe da jetzt, so, das ist ja Quatsch, die werden immer wieder versuchen, irgendwie hochzukommen, deswegen, Big Mom hier auf dem 4. Platz jetzt, schwertkampftechnisch, ist vielleicht gar nicht, ja, vielleicht erledigt sich das Ganze schon jetzt nach dem Arc, ist halt die Frage. Ja, also es ist halt komisch, wenn man über den letzten Krieg spricht, dann noch Charaktere wie Kaido und Big Mom im Mund zu nehmen, weil eigentlich diese Thematiken abgehandelt werden müssten. Aber man muss halt auch einfach so ein bisschen Big Mom und ihren Schwertkampf mit Napoleon würdigen, weil Napoleon natürlich in gewisser Weise auch ein, ich sag mal, ein besonderes Schwert ist, so, oder die Schwerttechniken, die damit verbunden sind, und auch in Kombination mit Zeus, mit Prometheus, und dann kann sie auf einmal fliegen und ist doch sehr mobil, obwohl sie natürlich die entsprechende Statur hat, und hat dann sehr, sehr krasse, mächtige Angriffe mit Napoleon durchgeführt, die man halt einfach nicht unterschätzen darf. Und sie ist halt eine Kaiserin, sie hat die entsprechende Kraft eines Kaisers und kann mit einem Schlag einfach einen Charakter in den Boden rammen. Queen weiß es am besten zu wertschätzen, wie krass so ein Schlag ist. Und das ist einfach eine Katastrophe, die
jetzt auch zu dem Kaiser gehört und auch nochmal über eine andere Katastrophe, nämlich Jack noch Witze gemacht hat und so. Und dann wird die einfach von so einer Big Mom, die traumatisiert ist und gar keine richtigen Erinnerungen hat, in den Boden gerammt, als ob es nichts wäre. Und dann natürlich so einem Charakter ein Schwert in die Hand zu geben, was gewisse Fähigkeiten mit sich bringt, dann ist das natürlich sehr gefährlich und das muss halt in irgendeiner Weise honoriert werden. Aber wie gesagt, wie sich das Ganze am Ende verhält, ist halt sehr, sehr schwer, weil natürlich eigentlich ihre Geschichte auch spätestens in den Arc nach Wano Kuni abgehandelt werden müsste. Denke ich nämlich auch. Und ich sehe ja schon, wie die Leute, also das ist auch immer das Argument, was ich auch in meiner Liste hatte, so dass die Leute sagen, ah, sie ist doch keine Schwertkämpferin, Big Mom ist keine Schwertkämpferin, so. Ja, Leute, doch, sie ist trotzdem irgendwie eine Schwertkämpferin. Natürlich, ich weiß, eigentlich ist es nur so notgedrungene Waffe, zu der sie mal greift, so, das ist mir auch klar. So, und dass sie keine traditionelle Schwertkämpferin ist, aber es ist nun mal ein Schwert oder ein Säbel, eine Klingenwaffe halt, eine schwertartige Waffe und das ist einfach ihre primäre Waffe, so. Sie ist ja, auch als sie auf der Wolke, da, wo sie verrückt war, weißt du, und so dünn war auf einmal, da, ja, war, hatte sie ja auch nur Napoleon brennend in der Hand. Das ist schon überkrass, so, und deswegen ja, auf Platz 4. Ja, noch fusioniert, genau. Sie ist jetzt 68 bis zum letzten Krieg. Wenn sie denn noch da sein sollte, dann ist sie. Ist sie aber auch schon alt, ne? Überleg mal, 68. Mit 72 ist Whitebeard gestorben. So, und er war ja auch schon da, angeschlossen überall und war alt, so, weißt du? Er war ja auch wirklich krank und so, das muss man ja mit dazu sagen. Ja. Also, ja, Alter ist halt immer so eine Sache. Wenn man jetzt auch wieder bei Rayleigh guckt, er ist halt auch nochmal deutlich älter als Big Mom und er hat ja auch, ich sag mal, in dem Alter, wo Whitebeard war und so, konnte er auch noch alles aufbieten und weil er halt noch relativ gesund war. Aber ja, also wie gesagt, man darf halt nicht vergessen, diese Liste bezieht sich auf Leute, die ein Schwert nutzen für den Kampf, es allerdings nicht als Haupttool unbedingt haben. Die nächsten Charaktere in der Liste benutzen alle das Schwert auch eigentlich hauptsächlich, aber die anderen Charaktere in der Liste wie Big Mom, aber natürlich auch wie Lore oder auch wie King oder so, die werden sich halt auch auf andere Techniken verlassen müssen und das ist auch legitim. Ja, also man kann halt drüber schreien, es ist, wie wir am Anfang gesagt haben, man könnte Big Mom auch gut und gerne mal ein, zwei Plätze mit nach unten packen, man könnte sie aber auch wahrscheinlich nochmal einen Platz weiter nach oben packen oder so. Das ist halt immer alles variabel, muss man einfach dazu sagen. Ja, ist echt so. Ja, Mann. Dann kommen wir zum Treppchen, da kommen wir zum legendären Treppchen. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Und auch ein Charakter, wo man sagen könnte, vielleicht stirbt er, so, wo alle von ausgehen. Und ihr wisst es wahrscheinlich schon, und zwar Shanks. Shanks, der Rothaar Shanks mit Griffon, seinen legendären Säbel. Das ist ja fast schon ein Säbel, das ist so ein Schwert, aber sieht ein bisschen Schwert, säbelartig aus trotzdem manchmal. Keine Ahnung, also er ist halt ein Charakter, er könnte sterben so, weil es einfach storytechnisch, emotional für Ruffy, das würde richtig toll einen Impact haben, übertrieben krass, so, es wäre kein Tod, der einfach weggeworfen wäre von Oda, das wäre richtig krass, dieser Impact. Und auch, ich finde, es wäre einfach realistisch so, dass er stirbt. So. Auch wenn man, auch wenn es dumm klingt, auch wenn man nichts in der Hand hat, so, man weiß gar nicht, in was sich das alles entwickelt, aber dass der Ruffy den Anstoß gegeben hat damals, so, dass der ihm die Motivation gegeben hat, dem er ein Versprechen gegeben hat, zu dem er aufgesehen hat und aufsieht, so, dass der irgendwann stirbt, so, das wäre einfach krass und das wäre passend, so. Es würde auch irgendwie zu One Piece passen. Trotzdem, ja. Sollte er nicht sterben, wo wir von ausgegangen sind, erstmal. Bis zum letzten Krieg, Leute, er kämpft nun mal mit dem Schwert. Er hat mit Mihawk legendäre Kämpfe gehabt, so, und er wird auch da noch einer der stärksten sein. Auf jeden Fall mit dem Schwert. Ja. Also, ich meine, Mihawks Kämpfe sind legendär mit Shanks und er hat danach nicht mehr mit ihr Shanks gekämpft, weil er gesagt hat, einarmiger Krüppel interessiert mich nicht. Oder hat allerdings gesagt, dass der Armverlust Shanks Stärke nicht beeinträchtigt hat. Und demnach ist Shanks Stärke-Level nicht zu unterschätzen. Außerdem, ich meine, er konnte halt so, weißt du, er hat seinen Schwertkampf nur kurz präsentiert, aber dann mal die Magma-Faust von Akainu und den Logia-Nutzer einfach abgewehrt. Haki-Erfahren ist er auf jeden Fall in jederlei Hinsicht. So, auch kurz mit Whitebeard konkurriert. Die Drachenschwerter sind quasi aneinander gerasselt, wenn man davon ausgehen, dass Griffon auch eins ist. Und deswegen, also der Charakter, der ist halt einfach sehr, sehr heftig und sehr, sehr mächtig. Und natürlich ist er so der Jüngste der Kaiser, der auch noch im Kopfgeld weiter unten steht und sowas. Aber da er sein Hauptaugenmerk auf diesen Schwertkampf hat und auch ohne Teufelsruch klarkommt, weil das ist natürlich die Sache, andere Charaktere profitieren davon, Big Mom und sowas und King, die profitieren davon, dass sie eine Teufelsruch haben, aber das wird auch ganz schnell mal ein Nachteil, wenn dann auf einmal Seesteinketten im Spiel sind, wie man es bei Big Mom auch gesehen hat, wie das schon Einfluss hat, oder auch bei anderen Charakteren wie Marco oder so, da sieht man das immer wieder, oder auch wo Wasser dann auf einmal relevant wird. All diese Probleme hatten Shanks nicht und deswegen ist es auch wieder ein Vorteil für ihn vielleicht im Kampf,
Und man kann ihm gut und gerne dann, finde ich, schon den dritten Platz geben. Den hat er sich dann schon verdient. Auch wenn seine Stärke natürlich nicht ganz genau einzuordnen ist. Aber allein die paar Szenen, die man gesehen hat gegen Whitebeard, gegen Big Mom und auch, dass er einen Kaido aufhalten konnte, wie immer das auch abgelaufen sein mag, sind alles Indizien dafür, dass dieser Charakter, ich sag mal, so eine mächtige Stärke mit sich hat, dass er auch im Bereich des Schwertkampfs auf jeden Fall einen höheren Platz verdient hat. Ja, safe. Also, wer Shanks jetzt irgendwie, der passt hier so rein in die Liste, finde ich. Auch gerade am Ende von One Piece, muss man sagen, so. Dass der ist jetzt in seiner Blütezeit, würde ich sagen, oder? Ja, das schon. Jetzt muss ich auch mal, jetzt ist schon wieder so ein Punkt. Es geht ja, Leute. Was denn? Ist ja, Platz 1 ist und 3? Ja, in dem Video, hä? Ja, ja. Die Sache ist, Platz 1, komm, Leute, wir lassen jetzt mal spontan die Katze aus dem Sack. Also Platz 1 am Ende von One Piece ist Zorro, weil Zorro wird der beste Schwertkämpfer sein, Ende der Geschichte. Platz 2 ist Mihawk, weil Mihawk aktuell der beste Schwertkämpfer ist und egal wann er sterben sollte, gehen wir mal davon aus, er schafft es bis zum finalen Krieg in irgendeiner Konstellation, dann ist er bis dahin der stärkste Schwertkämpfer eventuell. Jetzt geht es natürlich darum, Charaktere nach Stärke einzuordnen, die ein Schwert benutzen. Natürlich sind Zorro und Mihawk am Ende von One Piece stärker im Schwertkampf oder erfahrener oder was auch immer geschickter im Schwertkampf, als es Shanks ist. Aber es ist natürlich die Frage, ob auch ein Zorro am Ende von One Piece als Kämpfer stärker ist als Shanks. Ja, weißt du, was ich meine? Eigentlich muss man es so bewerten, also, ja, und als Big Mom. Im Schwertkampf wird er natürlich in irgendeiner Weise geschickter sein als Shanks oder natürlich auch als Big Mom. Aber die Frage ist, ob ein Zorro am Ende des Tages in einem 1 gegen 1 gegen einen Shanks bestehen könnte. Und deswegen stelle ich gerade kurz die letzten Plätze der Liste so gegenüber. Weil klar, aus Schwertkampfsicht Zorro, Mihawk auf Platz 1 und auf Platz 2 gerechtfertigt. Aus gesamtstärklicher Sicht könnte man das hier nochmal verschieben. Aber es ist gut, dass man die drei jetzt zusammen in einen Topf nimmt, weil das ist wirklich eigentlich so ein Diskussionsding. Ja. Jetzt, also bei mir ist es zum Beispiel so, Zorro, wenn er denn, das ist ja das Ziel, das ist ja auch wirklich realistisch, dass er Mihawk irgendwann übertrifft, so schwertkampftechnisch, ja, so. Was für mich dann aber auch bedeutet, dass der in einem Kampf gegen Mihawk gewinnen würde. Das ist für mich das, oder? Ja. Also es darf ja kein Zweifel. Und dann ist doch auch realistisch, dass er Shanks auch besiegen könnte. Wenn er Mihawk besiegt. Oder es ist, also sagst du jetzt, Shanks ist nochmal Stufen höher als Mihawk, stärketechnisch. Ja, das Ding ist, das habe ich nämlich auch schon mal gesagt, nur weil die sich legendäre Kämpfe geliefert haben, die werden sich ja wahrscheinlich, oder Shanks wird ja auch seine Schwertkunst mit Mihawk gemessen haben und die war ebenbürtig. Aber er wird ja nicht seine kompletten Techniken ausgepackt haben. Als Beispiel, Shanks Königshaki ist ja in der Lage, materiellen Schaden zu verursachen. Also eine Aura, die wirklich die Reling von einem Boot einfach mal zerfleddern kann oder sowas. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er dieses Haki zum Beispiel eingesetzt hat, um dann nochmal so einen Punch gegen Mihawk zu landen in dem eigentlichen Schwertkampf. Ich glaube, die werden sich nur auf Schwertkampfebene begegnet sein. Und diese Kämpfe waren ebenbürtig. Ich glaube aber, wenn Shanks alle seine Techniken rausholt, und bei Mihawk sind halt alle seine Techniken der Schwertkampf, aber Shanks hat ja vielleicht nur ein, zwei andere Möglichkeiten, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass ein Shanks nochmal ein Schnuff stärker ist als ein Mihawk. Könnte ich mir auch vorstellen. Das ist echt schwer, Leute. Also müsst ihr jetzt nochmal in die Kommentare auf jeden Fall schreiben. Also bei mir, die Liste, ich bin eigentlich mit der Liste ganz cool so. Also da oben ist aber echt spannend so. Könnte Zorro. Aber das ist eigentlich Quatsch, oder? Dass Zorro im letzten Krieg stärker als Shanks ist? Digga. Aber okay. Er muss ja Mihawk wirklich übertreffen, weil man darf halt, wenn Mihawk wird, also Mihawk wird nicht von Zorro direkt getötet werden oder so. Aber es ist halt auch komisch, dass Zorro ihn einfach nur entwaffnet oder sowas und dann sagt, okay, jetzt habe ich gewonnen und bin deswegen der beste Schwertkämpfer. Also würde man ja das wahrscheinlichste Szenario ist, Mihawk wird in einem Kampf von einem Schwertkämpfer besiegt und dieser Schwertkämpfer ist dann der stärkste Schwertkämpfer, weil er Mihawk übertroffen hat. Und wenn dieser Kämpfer dann wiederum von Zorro übertroffen wird, dann ist automatisch Zorro besser als Mihawk. Ganz klare Geschichte. So muss es ja auch mit anderen Charakteren sein, die, ich sag mal, ihre Ziele nach und nach übertreffen müssen. Man muss halt einfach wissen, dass zum Beispiel am Ende von One Piece Ruffy im 1 gegen 1 gegen einen Kaiser gewinnen könnte, weil es komisch wäre, immer zu wissen, dass eigentlich nur die Hilfe anderer dafür gereicht hat, um so ein Ziel zu erreichen. Ja, das stimmt. Einen Shanks so zu... Also,
Es ist. Nee, das kann man nicht. Boah, das ist schon aber traurig, ist halt ja, auch einfach nicht so der Vize von dem König der Piraten, so weißt du, das ist halt auch wieder ja, so voll, er ist der Rayleigh. Voll das High-Standing. Ja, er ist der Rayleigh. Er ist dann der Rayleigh. Also, und er ist der Primetime Rayleigh. Der ja. Primetime Rayleigh ging. Oh, das ist so schwierig. Ich bin aber ehrlich, ich kann es mir vorstellen. Also die Strohhüte. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die Strohhüte. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Zorro und Ruffy am Ende mit die gesamtstärksten aus ganz One Piece werden. Ohne Scheiß. Ja, Ruffy auf jeden Fall. Zorro wird auch mit der Stärkste aus ganz One Piece sein, ganz klar. Aber ob. Ja, egal, ey, Leute, ihr müsst jetzt in die Kommentare schreiben, weil ihr seht schon, so, wie schwer uns das fällt, so eine Liste überhaupt zu machen. So, aber sowas ist immer interessant und sowas wird auch oft gefordert, einfach mal so Listen zu machen, wie wir davon ausgehen, wie es denn in der Zukunft aussieht. So, ich wird oft gefragt, auch wie sind denn sozusagen die stärksten Formen von wie wird Zorro später sein und also ich habe letztens so eine Frage bekommen von einem so ultra detailliert, dass ich mal ein Video machen soll über die Strohhüte auch zum Ende von One Piece, wie stark die sind. Ich glaube, darüber haben wir auch mal was gemacht, oder? Kann das sein? Safe. Ja, ja. Sowas haben wir auch schon öfter gemacht, aber sowas halt immer lustig. Das Video auch kam auf jeden Fall vor ein paar Wochen bei mir. Auch? Ach ja, bei dir kam auch letztens sowas. Habe ich auch gesehen, stimmt. Ja. Deswegen sowas ist einfach interessant, Leute, über die Zukunft zu sprechen, so. Und auch gerade Schwertkämpfer, immer gefragt, immer interessant, so auch. Ja, wie definiert man Schwertkämpfer? So, da haben wir uns jetzt unsere eigene Definition gesucht und auch, wie wir das den Standpunkt zum letzten Krieg definieren. So, eure Meinung ist aber gefragt, so weil ihr seht ja, das ist teilweise echt hart, gerade so bei den obersten Reihen, aber auch schon unten mit Rayleigh und King und Vista, das fand ich auch mal ziemlich spaßig und interessant. Ja, ansonsten haben wir alles durch, ne? Haben wir noch irgendwas? Sagen schon. Haben wir also über Helmeppo gesagt, geredet? Wir haben über Helmeppo geredet, kurz. Und wir brauchen das auch nicht weiter ausführen. Und Tashigi? Also grundsätzlich, ja, Tashigi, wie gesagt, Potenzial ist unergründlich. Und man muss auch sagen, am Ende kann alles anders sein. Am Ende kann auch ein Lore auf dem Treppchen stehen, wenn er es bis zum Ende schafft. Am Ende kann auch Vista das Comeback seines Lebens feiern und könnte auch nochmal 2, 3 Plätze weiter oben stehen. All das kann man halt nicht genau einschätzen. Deswegen eure Meinung sehr gerne in die Kommentare. Und es ist halt mal interessant zu beobachten, wie der jetzige Standpunkt ist oder die jetzige Sichtweise und wie diese Sichtweise dann mal wirklich in 3, 4 Jahren aussieht, wenn der finale Krieg auf einmal vor der Tür steht. So, und ja, man dann wirklich, sag ich mal, in den Szenarios oder 5, 6 Jahre, wie auch immer, dann nochmal auf so eine Liste zu schauen und vielleicht auch mit einem Lächeln auf ein paar Charaktere zu schauen und sich zu denken, ah, wahrscheinlich Big Mom auf Platz 4, so, obwohl man dann natürlich viel schlauer ist auf einmal. Ja, und jetzt, deswegen. Und jetzt wird sie von Kid weggeballert oder irgendwie so, weißt du? Man weiß es nicht, Leute. Auf einmal liegt sie blutverschmiert auf dem Boden. Oh Mann, so Leute. Das war's dann erstmal wieder mit einem schönen, saftigen Podcast. Ich will mal gucken. Also so lang. Ich habe gesagt, so eine halbe Stunde wäre gut, wenn wir das hinkriegen. Es ist ja eigentlich nur eine Top-10-Liste, die wir auf unseren Kanälen eigentlich auch in 10 Minuten abarbeiten. Jetzt haben wir da fast 15 Minuten dran gesessen. Aber finde ich auch mal ganz erfrischend, so, wenn man mal über so eine Liste auch mal reden kann und auch über die einzelnen Punkte so ausführlich reden kann. So, weil, ja, irgendwie beugt das Gefühl den Shitstorm schon immer ein bisschen vor. Finde ich. So, werden wir ja sehen. Ja, das ist auch, also klar, Leute, viele werden andere Meinungen haben, viele werden ihre Lieblingscharaktere auch in so einer Liste wiederfinden, weil Schwertkämpfer sind halt Badass und keiner sieht seinen Lieblingscharakter gerne auf Platz 8 oder 9 oder so in irgendeiner Top 10. Ganz klar, Freunde. Also, die Meinungen werden hier werden unterschiedlich sein und ich könnte nicht mal garantieren, aber das ist ja das Schöne, deswegen ja auch der Podcast zu zweit ausführlich darüber zu diskutieren, aber ich könnte nicht mal garantieren, dass nächste Woche die Liste nicht um 1, 2 Plätze auf einmal wieder anders wäre, weißt du? Ja, also das... Weil man halt immer nur aus der aktuellen Sicht so seine Standpunkte vertritt, und aus aktueller Sicht das einfach versucht einzuordnen. Aber vielleicht, wenn man noch mal ein paar Szenen sieht, sich ein paar Chapter durchliest oder so, wird man vielleicht noch mal das ein bisschen anders sehen. Deswegen, ja, schlussendlich bleibt nur zu sagen, lasst eure Meinung da. Wir gucken, dass wir relativ zeitnah den nächsten Podcast anleiern, dass der kommt. Wie das aussieht, das steht in den Sternen. Muss man immer gucken. Also, Myrolox ist zeitlich immer so eingebunden, Leute. Nein, Spaß, Leute. Liegt immer an mir. Das ist die größte Frechheit, Leute. Glaubt dieses One Piece Theoretiker nicht. Also, okay, bevor wir noch weiter shit talken, lass lieber auf. Über zeitlich eingebunden oder an wen die Verzögerungen liegen, sprechen wir mal besser nicht. Ja, gedenkt euch euren Teil, Leute. Ihr wisst es, ich hab's euch gesagt. So, ansonsten, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Lasst ein Like da, auch wenn ich nicht oft das sage, aber es bedeutet uns sehr viel. Ich bin erstmal raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao. Ja, Leute. Bleibt mir auch nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank für jeden, der bis hierhin geschaut hat. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, einfach mal Hashtag euren Lieblingsschwertkämpfer, nicht den stärksten, euren Lieblingsschwertkämpfer in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geschaut habt.
Und ich bedanke mich auch für jeden, der bis hierhin geschaut hat. Wünsche euch noch einen super schönen Tag, Leute. Haut rein. Ciao und tschüss.